Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Bevor wir starten, würde ich ganz gerne etwas mit euch besprechen. Und zwar plane ich ein kleines Giveaway. Und zwar, dass wir von dem Altstadt DLC bzw. von einem Skin DLC ein kleines Giveaway machen. Sprich, da könnt ihr was gewinnen. Einzige, was ihr im Prinzip machen müsst dafür, ist in der Folge, das machen wir nicht heute, kleine Bilder, die ich einblenden werde, einfach mitzählen, nichts Gravierendes und am Ende nachher quasi mir die Lösung schreiben. Mir geht es darum, wie wir das auflösen wollen, weil natürlich wäre das Naheliegendste, einfach in die Kommentare die Zahl zu schreiben. Allerdings finde ich das dann ein bisschen blöd, weil man dann im Prinzip ja einfach nur in die Kommentare scrollen muss, im Prinzip nicht gucken muss, wo die Bilder sind und diese dann quasi nur nachpostet, was die anderen geschrieben haben. Finde ich ein bisschen blöd. Vielleicht wäre es da eine bessere Alternative zu sagen, okay, man würde das per Discord auflösen oder per Twitch-Chat, dass ihr quasi mir im Twitch per private Nachricht oder per Discord per private Nachricht dort einmal die Lösung nennt, wäre vermutlich zumindest dafür gerechter, dass dann auch wirklich die Leute, die dann die Lösung angeben, es auch wirklich gesehen haben und nicht nur abgeguckt haben. Oder ob ihr sagt, nee, lasst das lieber per Kommentare machen, weil ihr ungern, ich weiß nicht, zum Beispiel habt ihr keinen Twitch-Account und ihr möchtet nicht in Discord rein, möchtet aber trotzdem ganz gerne teilnehmen. Also generell wäre es schön, wenn ihr eure Gedanken dazu in die Kommentare schreibt, damit ich weiß, was da am besten wäre. Weil ich bin da momentan ein bisschen zwiegespalten. Ich überlege da seit einer Woche schon hin und her, wie das am schlauesten wäre. Und zwischen diesen beiden Varianten bin ich halt momentan am Grübeln und am Hin- und Herdenken. Also entweder in die Kommentare. Nachteil ist, wie gesagt, da kann jeder dann sofort einfach nur abschreiben und muss im Prinzip das Video nicht gesehen haben. Das wäre natürlich auch für mich schön, wenn sich jeder das Video anguckt, weil der YouTube-Algorithmus natürlich darauf reagiert. Oder ob man das halt macht, dass man das im Prinzip auf Twitch oder auf Discord mir privat schreibt. Auf YouTube geht das leider nicht. Die Funktion, zumindest kenne ich die nicht, dass man privat, wenn man jemanden schreiben kann, dementsprechend muss das halt eine andere Plattform dann sein. Gut, könnt ihr gerne darüber nachdenken. Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt. Am besten zahlreich, damit ich so einen kleinen Überblick darüber habe, wie ihr denkt und was für euch die angenehmste Lösung wäre. Gut, genug gequatscht drumherum. Dann fangen wir an heute. Und zwar sind wir fertig mit unserer Stadt. Ich habe übrigens die ganzen Postämter. Wir können uns das gerade mal kurz angucken, wie ich das fertig gemacht habe. Mal eben schauen. Postdienst. Also ich habe es genauso wie gestern auch gesagt, immer eine Straße abgerissen und zwei Häuser, die nebeneinander stehen, weil das ja genau vom Platz her passt. Ich bin sogar relativ zufrieden. Na, klar, hier ist es ein bisschen blöd, weil halt eine Klippe zwischen ist. Aber ansonsten bin ich von der Abdeckung soweit zufrieden. Man kann hier zum Beispiel noch zwischen einen kleinen Briefkasten setzen, weil der Radius ja kleiner ist. Da werde ich nochmal drüber gucken. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, soweit eigentlich zufrieden mit dem, wie es am Ende geworden ist. Und dann können wir im Prinzip anfangen, die Stadt zum Leben zu erwecken. Das heißt, wir nutzen mal direkt die große Kelle und gehen mal rüber. Wir nehmen mal diesen Bereich als erstes. Ist auch im Prinzip Jacke wie Hose, welchen wir da als erstes nehmen. So. Und wir gehen weiter. Nehmen den, sag mal, Oberrang jetzt hier quasi. So. Bisschen haben wir noch. 1000 Bretter. Wir wissen ja, wir haben die Ressourcen für die Journaleros zu Genüge da. Dementsprechend brauchen wir da keine Angst haben und irgendwie aufpassen, wie viel wir hochziehen. Da können wir also wirklich die Masse einfach mal nutzen. Das Schöne ist natürlich auch in der neuen Welt, dass die Gebäude nicht wie in der alten Welt zwei Bretter kosten pro Gebäude, sondern nur eine Tonne. Ihr seht es unten rechts gerade, in der alten Welt sind die teurer. Und dementsprechend sind wir natürlich auch schneller fertig. So, ein paar Häuschen fehlen noch. Hier unten geht es dann noch weiter. Aber wir sind fast durch mit den Journaleros und dann haben wir auch bald einen Überblick, wie viele Journaleros das denn wären. Weil wir müssen ja auch einplanen. Wir dürfen nicht alle hochziehen, denn wir wollen ja Arbeitskräfte zu Genüge haben. Und am besten so, dass wir nirgendwo mehr zukünftig Gebäude bauen müssen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Damit sind wir durch. Das kann jetzt aber vor sich hin vegetieren und anfangen. Ach, man sollte natürlich auch die Marktplätze mitnehmen, ne? Ich bin ein Dussel, Freunde. Jetzt gehen die alle gleich kaputt. Oh nein, ärgerlich. Jetzt gehen die alle kaputt. Ja, wir ignorieren das gerade mal, dass ich doof bin. Ich versuche mal gerade die Zeit zu retten. Wir nehmen auf langsam einstellen. Ah, wie dumm. Die gehen alle kaputt, ne? Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, wenn die keinen Marktplatz haben, gehen die kaputt. Ich bin mir echt nicht sicher, wie das dann ist. Ja, wenn, dann ist es so. Doofer Fehler. Passiert mal, aber wir hätten halt die Marktplätze mit hochziehen müssen. Gut, die Ressourcen, die Baumaterialien kommen aus Crown Falls bzw. aus Alten Welt. Da wird also hoffentlich zügig was nachgeliefert und vielleicht haben wir Glück und die gehen nicht kaputt. Wir sind gleich schlauer, komm. Wir gehen jetzt einfach auf schnell weiterhin, weil ich noch Forschung drin habe. Wir gucken mal, ob es nachher noch alles steht oder ob hier eine riesen Ruine nachher auf der Insel entstanden ist. Gut, wir kümmern uns heute um Mais, denn wir haben hier und hier vorne unsere Viehzuchtanlagen, in Anführungsstrichen.
Und die verbrauchen zwar nicht viel, ne, 6 Tonnen, aber wir wollen natürlich trotzdem, dass die vernünftig laufen. Und wir wissen ja, dass wir, das muss ich überlegen, bei Jalea auf jeden Fall noch Mais brauchen und fürs Ethanol theoretischerweise noch. Und ich glaube noch irgendwo. Ich bin mir gerade nicht sicher. Beim Eis war es nicht. Das wäre ein bisschen komisches Eis. Ich glaube, dann war es nur bei den beiden. Also wir brauchen definitiv noch Mais. Dementsprechend können wir ruhig eine größere Produktion anlegen. Und dementsprechend werden wir uns da heute drum kümmern. Und zwar werden wir mal eine Handelskammer setzen. Diesen Bereich hätte ich ganz gerne komplett abgedeckt. Das heißt, jetzt mal ein bisschen überlegen, wie viele Felder hat eine Plantage. Das gucken wir uns am besten mal eben vorher an, bevor wir uns nachher ärgern, dass wir falsch geplant haben. 168 plus die Hälfte, jetzt muss ich kurz mal überlegen, 868 sind 80, 84 drauf, sind also 252, richtig? Ja, ne? Ich glaube, 252 Felder müssen wir gleich bauen. Das heißt, wir brauchen schon relativ viel Platz. Ich würde sagen, das reicht, wenn wir unsere Handelskammer ungefähr hierhin bauen. Das müsste hoffentlich so passen, dass wir diesen ganzen Bereich abgedeckt kriegen. Und am besten noch, ich sag mal, bis ungefähr Pi mal Daumen. Hoppala. Pi mal Daumen hier, ne? Ungefähr. Das wäre so planungsmäßig ideal. Dann kriegt man nämlich auch hier 1, 2, 3 Handelskammern hin. Und dann ist auch gut, weil wir haben nur diese Anlegestellen hier. Und ich will nicht noch mehr bauen, weil wir natürlich noch Depots brauchen etc. Und dementsprechend wir hier noch welche abreißen müssen, weil wenn wir schon natürlich Plantagen bauen, dann wollen wir hier auch Strom bzw. Öl haben. Darum kümmern wir uns jetzt als erstes, bevor wir an die Plantagen an sich gehen. Ja gut, jetzt schmeißen wir gerade ein paar Tonnen über Bord, ist es nicht so ganz tragisch. Und wo ist es? Wir bauen direkt den Ölhafen. So. Und ja, die Depots baue ich später wieder auf. Gut, das hätten wir. Wir sorgen schon mal dafür, dass wir das nicht einbauen. Das heißt, wir gehen mal direkt dran und werden eine Schiene wegsetzen. Ihr kennt mich, ich baue das nachher zu und dann gucken wir blöd. Dementsprechend, das haben wir schon mal gesichert. Und wir brauchen natürlich Öl, damit wir auch relativ schnell sehen, wie viel wir nachher produzieren. Also richten wir schon mal eine Route ein. Eventuell ist sogar bis nachher, bis wir fertig sind, der Frachter schon angekommen. Hoppala. Wir brauchen natürlich eine Ölroute. Hier vorne haben wir unsere Ölproduktion. Da können wir bei Belieben sogar noch was beibauen. So. Schaumkrone macht das. Hört sich gut an. Öl. Und in die Ölgruppe. So. Das läuft. Passt. Dann, wie gesagt, hier vorne hätten wir die Möglichkeit, noch Ölbohrtürme zu bauen. Wir haben irgendwo hier, mal kurz gucken. Hier oben waren die. Noch ein paar Ölquellen. Wir können mal gerade gucken, ob die Produktion rein theoretisch reicht. Jetzt müsste ich gerade natürlich auch wissen, wie die andere Stadt hier vorne heißt. Das war Santiago, ne? Genau. Also, La Alcazabeta und Santiago. Ölproduktion reicht sogar derzeit. Aber wir haben unseren Tankhof noch nicht drin. Also, wir bräuchten auf jeden Fall dann noch eine kleine Zusatzproduktion von Öl. Dann nehmen wir uns mal gerade die Quellen rüber. Bauen die uns. Mal gerade überlegen, wo machen wir das? Hier muss eine Schiene lang führen. So. Drei Stück nehmen wir uns rüber. Das wäre die optimale Anzahl. Wo, ach, da oben ist die Schiene lang geführt. Okay, dann lassen wir einen Weg frei. Dann kommt eine zweite Schiene bei. So, komm mal her hier. Ja, so. So sollte es passen. Und dann kommt direkt eine Ölraffinerie ran. So, und dann kann man sogar, wenn man möchte, hier hinten noch eine hinbauen. Ihr habt es gesehen, wir haben 12 Quellen und nur 6 jetzt in Gebrauch. Dementsprechend geht da noch ein bisschen was. So. Schiene rum. Und schon haben wir eine ausreichende Produktion. Oder. Ja, doch. Eine ausreichende Produktion. Gut, wir sollten das vielleicht bei Zeit mal hochstellen hier. Ich habe nur leider gerade keine Ziegel da. Machen wir noch, sollten wir nur nicht das alles vergessen. So, das hätten wir. Dann kommen wir zum eigentlichen Punkt. Und zwar, wie gesagt, die Maisplantagen. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal einen Cut machen, weil ich gerade mich beim Bauen komplett verhaspelt habe. Das habt ihr zum Glück jetzt nicht gesehen. Das musste ich aber rausschneiden. Wir machen das einmal gerade mal fix neu. Dementsprechend nicht wundern, warum das gerade alles ein bisschen anders steht. Hab mich gerade schon gut aufgeregt über mich selber, wie doof man sein kann. Wir gucken mal. So, wir platzieren mal eben einmal die Items nochmal rein. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wisst ihr ja? Nein, Spaß beiseite, natürlich wisst ihr es nicht. Ich wollte eigentlich die Baumpflegerin drin haben.
Hat leider nicht hingehauen, dadurch, dass wir ja Mais anbauen und bei der Maisgeschichte das gar nicht bei ist. Das heißt, wir behalten uns die im Hinterkopf, denn wir brauchen sie auf jeden Fall. Ich kann es euch leider nicht zeigen, gerade mit der Maus. Aber ihr seht es ganz unten, Tabak bei jedem fünften Durchgang ist eine super Sache. Denn wenn wir jetzt einmal hier drüber schauen, wir produzieren gerade mal 58 Tonnen Tabak mit diesem Feld hier. Ne? Das ist also für ein großes Feld, das ist schon nicht wenig hier. 58 Tonnen ist nicht viel, dementsprechend, hoppala, falsche Insel. Lohnt es sich da schon, finde ich, wenn wir Mais als Beispiel 100 Tonnen produzieren werden gleich und ich hoffe, wir kommen auf 100 Tonnen, dann würden wir quasi 20 Tonnen Tabak mal eben geschenkt bekommen. Wäre schon schön und das kann man ja quasi auf den Produktionsbuff, den wir jetzt nicht mehr haben, ne, das hätte nur 15%, dann könnte man das oben drauf rechnen, dann hätte man schon, keine Ahnung, eine höhere Produktion auf jeden Fall. Vor allem die Module, die runtergehen, dadurch könnte man wieder mehr Plantagen bauen. Das rentiert sich schon, finde ich, die Baumpflegerin. Geht leider nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen also unsere Standard-Items, den Feras und hoppala, den Wunderflug und die stählerne Seemaschine. Wir kommen also auf den standardmäßigen Produktionsbonus von 50, 90, 140% plus die 200% durch die Faktorscheunen gleich, sind wir also bei 340, also 440 insgesamt. Null Arbeitskräfte brauchen wir wie immer bei den Plantagen, dementsprechend ist unser Puffer dahingehend nicht angekratzt und das ist ja auch ganz schön, so mehr wir solche Items auch nutzen können, umso niedriger können wir den Puffer ansetzen und noch mehr Artistas nachher oben bei Manola einziehen lassen, ne? Dementsprechend immer ganz schön. So, die Frage ist jetzt gerade, wie gesagt, ich habe mich gerade verhaspelt, wir sollten gucken, wir bauen sie mal hier ungefähr hin, dass wir rumkommen, weil ich habe jetzt gerade das Problem gehabt, dass ich zu weit die Handelskammer nach rechts gebaut habe, im Nachhinein und dementsprechend die Felder zu früh fertig waren und wir nicht rumkamen. Das war gerade mein Fehler. Ich hoffe, ich mache es diesmal besser. Drückt die Daumen, Freunde. Drückt die Daumen. Gut. Straßenanbindung und Schienenanbindung machen wir als, ja, als letztes nicht, aber irgendwann, wenn wir hier unten rumgekommen sind, dann werden wir die Schiene und so anbinden und dann quasi hier vorne, wir fangen jetzt hier gleich an, werden wir die letzten Plantagen nach links runterziehen und dann quasi links von der Straße und der Schiene hoffentlich die letzten Felder auch gut gebaut bekommen. Wir gucken mal. Wie gesagt, never. Wir probieren es einfach nochmal. So, und hoffentlich läuft es diesmal besser. So. Nee, ich will mir nicht euch nicht zuschauen. Ich werde jetzt ja mal gucken, dass ich mich nicht nochmal blamiere. So, Straße dran. Und wir werden schon mal ein Lagerhaus dran setzen, damit wir gleich vernünftig überall sehen. Hoppala, die Straße ist falsch. Damit wir gleich vernünftig schon mal sehen, wo, na, wo irgendeine Anbindung nicht passt zum Beispiel, ne? Dann sieht man das immer schön sofort. Hier, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht und dann können wir das beseitigen, ne? So, wir gehen komplett rum. Hier können wir es noch schön mit der groben Kelle machen. Hier vorne müssen wir gleich schön aufpassen, dass wir dann den jeweiligen Plantagen, die danach noch kommen, genug Platz geben, aus der Nummer da rauszukommen, ne? So, hier oben können wir dann relativ schnell, ohne dass wir groß überlegen müssen, einmal rumziehen. So, und hier geht es dann weiter. Jetzt haben wir mal gerade. So, das Schöne ist bei den Maisplantagen, die sind kleiner. Ich meine, wenn wir jetzt mal gerade gucken, ja, ne, die sind genau drei Kacheln quasi, wenn wir so nebeneinander stellen. Drei Kacheln kleiner, dementsprechend bekommen wir so oder so auf die 20. Ne? Das sind schon vier. Wir bauen genau 20 Maisplantagen, wenn es gut läuft. Denn mehr können wir mit einem Tankofen nicht abdecken. Und ich sehe es nicht ein, für zwei Plantagen dann noch einen Tankofen zu zimmern. Von daher kommen wir mit 20 klar. Und dann können wir uns nämlich hier auch bei dem Radius immer so ein bisschen Platz auch lassen und dementsprechend die Tankhöfe auch vernünftiger da reinbekommen. Ne? So, die Straße kommt jetzt gleich hier hin. So. Und hier führen wir dann gleich weiter. So. Hoppala. Du kommst bitte mit. Hier können wir noch dran gehen. Die hat ja ihren Ausgang. So. Ich müsste solche Sachen wie eben, wie gerade, ihr habt es natürlich nicht gesehen, aber ich habe mich da ganz schön verhaspelt. Ich musste im Prinzip einfach mal so Outtakes von machen, quasi euch mal zeigen, was ihr alles so ab und zu nicht seht, was ich für einen Quatsch fabriziere, ne? Ich mache es nicht oft, dass ich eine Folge komplett neu mache, aber das gerade war nötig. Das war nötig. Ach ja. So, wenn ihr das gesehen hättet, dann würdet ihr euch wundern, wie ich überhaupt noch hier im Spiel existiere und nicht schon irgendwie meine ganzen Inseln explodiert sind vor Unfähigkeit. So, 1, 2. Gut, Straße kommt von dort, ne? Ja, yep. Und hier vorne rum. Endlich können wir ein
ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichtet. Das ist ja fein. Haben wir mal eben wieder eins geschenkt bekommen, weil wir überhaupt gar keine Campus-Erweiterung gerade erforschen. Zumindest glaube ich das. Oh doch, wir sind schon durch mittlerweile. Na siehst du, okay. Dann erforschen wir doch Campus-Erweiterung. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, wir hätten da eventuell eine geschenkt bekommen gerade. Man kriegt ja teilweise, wenn man Glück hat, beim Forschen von Items ja auch die Campus-Erweiterung und die Naturbeherrschung, sprich Ölquellen und Lehmvorkommen verschieben und so ein Gedöns, kriegt man ja teilweise geschenkt. Ich dachte, wir hätten gerade mal Glück gehabt. Aber ihr wisst ja mittlerweile auch, wir sind jetzt bestimmt schon seit 50 Folgen am Forschen, oder? Ist das übertrieben? Auf jeden Fall 20, 30, 40 Spielstunden mindestens, eher 50 Spielstunden. Und das ist dabei rausgekommen. Dreimal Kaffee, 0-0. Fruchtart einmal, viermal Erz, gut, die habe ich selber geforscht, und einmal Anlegestelle und vier Forschungskoffer, also ist nicht gewaltig, aber es ist halt so ein bisschen nebenbei, ne? Ich meine halt geschenkt. Mit einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul, von daher passt das. So, ich glaube, die bauen wir nebeneinander. Ja, da kriegen wir nämlich zwei nebeneinander hin. Wir sind bei 8, okay, weil ihr seht schon, 8 Stück, und ich habe hier schon sehr viel Platz gelassen. Wenn wir das mal gerade kopieren im Kopf. Sind hier unten dann nochmal 8, sind 16. Dann hätten wir hier diesen Bereich und diesen Bereich komplett frei für gerade mal 4 Maisplantagen. Dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir uns hier so ein bisschen es einfacher machen, quasi die Kurven zu kriegen. Bei Tabakplantagen und sowas, die größer sind, ist es dann ein bisschen anstrengender. Da müssen wir ein bisschen mehr fuckeln. Aber bei denen hier ist das überhaupt kein Problem. So, Straße rum. Einzige, was mir jetzt gerade noch ein bisschen Sorgen macht, ist, ob wir wirklich mit den Plantagen hier oben diesen ganzen Bereich abdecken. Davor habe ich ein bisschen Angst. Na? Aber wir hoffen einfach mal das Beste, ne? Weil wir kommen jetzt gerade erstmal hinten am Ende an. Ah, doch, müsste hinhauen, ne? Dafür, dass wir diesen ganzen Bereich mitmachen mussten. Jetzt gleich kommen ja Plantagen, die direkt in den Osten quasi rein dürfen. Das müsste eigentlich klappen. So, hier kommt die nächste hin. Hier lassen wir uns wieder ein bisschen Freiraum. So würde ich sagen. Wie gesagt, die Kurven nehmen wir uns ein bisschen angenehmer. So. War das richtig? Ja, ne? Ja, ideal nicht. Eigentlich verbinde ich die mal ganz gern zusammen. Aber das passt schon so. Abmarsch. Na? Oben ist noch was, müssen wir mitnehmen. 206, doch, das wird hinhauen. Jetzt so langsam bin ich guter Dinge, dass es reicht. Wir müssen nur schauen, dass wir die Kurve jetzt hier nicht zu großzügig machen, dass wir gleich hier hinten sind und nicht genug Felder genutzt haben nach rechts weg, ne? Wir dürfen jetzt nicht zu viel Freiraum lassen, sonst wird es eng. So, 252. Also wie gesagt, hier wieder ein bisschen knapper werden. 1 und 2. So und hier, ne? Die inneren Plätze nehmen wir gleich wieder für Lagerhäuser. Und das, was überbleibt, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann mit einer Plantage nachher, wo wir den inneren Raum dicht machen. Ja, jetzt kommen wir gut rum hier. Jetzt kommen wir gut rum. Es sind ja auch 252 Felder, das unterschätzt man ganz schnell mal, ne? So, jetzt kommst du. Nehmen wir den ganz großen Eckbereich hier mal, weil so diese Kuhle quasi. Dann können wir direkt dran weiter ansetzen. 2 Stück. Jetzt haben wir 14, 15, 16. Wir haben also 6 Plantagen. Ja, das langt, oder? 6 Plantagen. Beziehungsweise 4. Das müsste langen. Ja, ich denke schon. Wenn nicht, müssen wir hier gleich ein bisschen aufpassen, ein bisschen schmaler werden. Dann gehen wir mit 3, 4 Plantagen hochwärts noch rum. Also wir werden diesen Bereich definitiv bebauen. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst wäre das alles hier gerade Blödsinn, was wir machen. Aber wohin damit? Ja, das frage ich mich auch. So. Wenn wir jetzt Korinthenkacker wären, ne, würden wir sagen, wir bauen hier 2 Felder rein und drehen diese Traktorscheune. Sind wir Korinthenkacker? Ja, ne, komm, wir machen das mal eben. Kriegen wir die jetzt reingebaut? Nein, ne? Aha. Dafür müssen wir die Straße abreißen. Dann das Feld dahin bauen. Drehen. Oh, was ein Tetris, ne? Was ein Tetris. Und jetzt drehen wir das quasi hier wieder raus. So. Ja, machen wir nicht nochmal, ne?
Für zwei Felder. Ist auch ein bisschen blöd gewesen. Das ist egal. Aber so könnte man es natürlich noch perfekter machen. Kann ich auch nachher, wenn wir mit dem Video fertig sind, quasi noch bearbeiten, solche Stellen. Und nur zeigen, dass man das quasi auch dort noch hundertprozentig hinbekommen kann, wenn man möchte. Seitdem die ja glücklicherweise überall platzierbar an den Feldern sind, die Traktorscheunen. Das war ja nicht immer so. Ja, zwei, drei Plantagen, dann sind wir damit durch, ne? Eins, jetzt kommt die Frage, wo ist die nächste? Zwei. Zum Zählen auch schon zu doof zwischendurch. Drei, ungefähr. Und dann drei hier oben, ne? Machen wir es hier locker flockig zu Ende. Ich würde sagen, die drei reichen locker dafür aus für den Bereich. Lehne ich mich mal jetzt gerade weit aus dem Fenster. Du gehst bitte eins runter. Dann kommt hier eine Scheune hin und hier. Das heißt, wir kriegen die Anbindung einmal hier. Na, hier dasselbe Spielchen wie gerade oben. Das mache ich aber nicht jetzt. Dann hier und so, ne? Ein Lagerhaus liegt daran, dass der Weg zu weit ist. Also da nicht wundern, ne? Hier oben fehlt ein bisschen. Wenn wir jetzt quasi das hier hinsetzen würden, hier vorne, haben wir alle ein vernünftiges Zeichen über der Birne quasi. So. Ach, wir sind schon durch. Okay, ich dachte, da wären noch welche. Reicht es schon mit der hier? Och, bitte. Ernsthaft? Ein bisschen fehlt noch. Gerade gucken. Wir sind bei 12 Minuten gerade bei dieser Aufnahme. Wir hatten vorher noch, glaube ich, 5. Ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Nicht, dass ich das zu sehr überziehe heute, aber ich glaube, wir sind ganz gut drin, ne? Und so, und jetzt mal gucken. Wir schließen jetzt hier bündig ab. Wie machen wir das? So. Dann hierhin. Wir dürfen nicht zu weit nach außen runtergehen, ne? Weil wir wissen ja, wir kommen nur noch drei Plantagen. Und wir wollen das ja schon möglichst bündig abschließen, ne? Drei Plantagen. Die werden wohl bis hier unten gehen ungefähr. Also dementsprechend ein bisschen aufpassen, dass es grob hinhaut. Denn jetzt kommt hier die Verbindungsstraße. So. Die führen wir jetzt hier wieder komplett außen dran lang. So, du kannst weg. Die Planung ist mal komplett schief gelaufen. Und dann kommt jetzt eben unsere Schiene. Die führen wir jetzt einfach mal erstmal hier lang. Ob die nachher so stehen bleibt, wissen wir noch nicht. Wir gucken einfach mal erstmal. Und natürlich, wenn es geht, weit, so weit wie möglich rein. Umso besser ist die Anbindung. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann können wir es so im Prinzip schon fast hier reinsetzen, oder? Nee, machen wir nicht. Da bauen wir lieber Lagerhäuser hin. Das ist Blödsinn. So, komm her hier. Tankhof. Schwuppdiwupp. In der neuen Welt haben wir das ja uns nicht ins Raster gelegt. So, passt das mit drei Plantagen? Ja, das langt locker. Dann bauen wir jetzt mal die Lagerhäuser. Am besten so, dass wir überall eine Kachel frei haben. Ne? Hier zwischen immer. Hier zwischen immer. Hier zwischen. Und wo bauen wir noch eins hin? Wir müssen die Straße, müssen wir die rumholen? Nö, ne? Die könnten rein theoretisch bis hier unten hinfahren. Das sind ja auch nur 20 Stück, beziehungsweise 17 Plantagen derzeit. Und die drei, die da noch kommen, die werden eh noch hier verbunden von der Straße. Ich überlege halt gerade, ob wir innen überhaupt zumachen. Oder ob wir sagen, wir lassen den Platz frei und ziehen dafür die Straße rum, damit die Plantagen besser abholen. Das weiß ich noch nicht. Gucken wir uns jetzt einmal an. Wir bauen jetzt erstmal die drei Plantagen eben rein. So. So ungefähr werden sie gleich stehen. Wir müssten jetzt hoffentlich 20 Stück haben. Ja, passt. Okay. Straße. So. Dann gucken wir mal, wie viele Felder wir jetzt noch brauchen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir die Schiene auf jeden Fall noch verschieben müssen. Das würde mich wundern, wenn das jetzt hinhaut. Aber wird auf gar keinen Fall hinhauen. Die Schiene muss auf jeden Fall weg. Sorry, Zug. Ja, gut. So, oh, ich kann so wunderbar einen Zug nachmachen, ne? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Gut, so. Aber man merkt es gar nicht, dass ich gute Laune habe, ne? Sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt noch 200, 300, 18, 338 Felder, richtig? Das sind 338 ungefähr gewesen hier. Diese hier sind ungefähr die Menge, die wir jetzt nochmal brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, nur ein bisschen, es muss nicht viel sein.
ungefähr bis hier. Und dann quasi hier rumgehen. Na? Und jetzt braucht der hier noch eine Anbindung. Dann können wir die Schiene nämlich gleich hier unten lang führen. Oder? Und oben lang führen. Und die machen. Das machen wir auch so, ne? Komm, wir machen es ein bisschen anders mit der Schiene. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, die klappt auch. Hier oben lang führen. Dann hier runter. Straße rüber. Wir machen nach innen zu. Da bauen wir noch Lagerhäuser hin gleich. Wir schließen das Kapitel mal so ab gerade. Und dann können wir nämlich dafür diesen Abschluss hier vernünftig hinbekommen. Damit bin ich noch ein bisschen zufriedener, muss ich sagen. Klar, der Weg ist jetzt ein bisschen blöd für den Zug hier, aber das kriegt er schon gebraten. Das ist kein Ding. Und wir werden auch zukünftig hier nicht nochmal Öl benötigen, glaube ich. Dementsprechend eventuell unten noch, dann würde man quasi die Schiene hier vorne gabeln zu einer Zwillingsschiene. Das würde noch notfalls gehen. Oder man reißt nochmal eine Schiene hier vorne ab. Also eine Kachel von dem Maisfeld und setzt das nachher noch einmal nach unten hin. Das kann man ja noch reparieren, wenn wir das denn bräuchten. Und dann gehen wir nämlich jetzt hier dran und machen das einmal vernünftig zu. Das gefällt mir ein bisschen besser. So. Und dann gucken wir doch mal gleich über das Gesamtergebnis. Noch ein Lagerhaus hier hin. Und auf gar keinen Fall die Feuerwehr vergessen. Da bauen wir sogar zwei, weil wir gut drauf sind heute. So. Sorgen dafür, dass die Straßen überall vernünftig angebunden sind. Dann sieht das auch nicht so aus, wenn wir hier irgendwie Fehler gemacht hätten. So. Weiß ich, jetzt ein paar viele Straßen. Aber wenn wir das jetzt hochziehen, schwuppdiwupp, sind das auch mal gar nicht so viele Felder, die jetzt hier überbleiben. Ne? Und dafür haben die alle eine vernünftige Anbindung. Es sollte eigentlich kein Problem mit den Transportern geben, wenn die erstmal eingegroovt sind. Wir haben die 4, ne? 4, 8, 12, 16, 20. Eigentlich müsste das lang. Dafür sind die Wege jeweils kurz genug. Eigentlich sollte das klappen. So, kein Tankhof in Reichweite. Das habe ich vergessen. So. Und jetzt haben die auch alle außer er hier schon Sprit. Das heißt, wir können jetzt rüber gucken. Und wir haben eine Produktion von 114 Tonnen. Und genau das ist das, was ich wollte. Wie ich wollte, das war mein Ziel, ungefähr an die 100 Tonnen kommen. 6 Tonnen produzieren wir momentan ausschließlich für die Farmen. Und dann können wir jetzt bald noch 100 Tonnen Jalea und, was war das jetzt noch? Ethanol herstellen. Und Ethanol brauchen wir eigentlich nicht herstellen, weil wir haben das überall bei den ganzen Getränkeproduktionen als Abwurfprodukt. Dementsprechend können wir uns die ganzen 100 Tonnen für die Jalea-Küche nehmen und gegebenenfalls noch für zum Beispiel Nandu-Farmen, die auch noch Mais brauchen wahrscheinlich, ne? Dementsprechend ist genau das geworden, was wir brauchen. Perfekt. Gut, Freunde, dann sind wir für heute soweit durch. Das macht mich gerade noch ein bisschen stutzig. Eventuell muss ich da noch ein Lagerausgleich dran setzen. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Auch wenn es im zweiten Versuch war. Und dann werden wir morgen an dieser Stelle weitermachen. Ich gucke mal gerade nach. Unsere Stadt lebt noch. Wusste ich jetzt auch nicht. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir die anderen beiden Güter haben, ne? Hätten wir beide nicht, dann würden die hier ausrasten. Aber anscheinend funktioniert das so. Auch gut zu wissen. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte diesen Fall auch nicht. Oder noch nie. Okay, Freunde. Wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag weiterhin. Ist super Sonnenschein. Bei uns sieht es sehr, sehr schön aus. Ich hoffe, bei euch auch. Und ihr genießt die Tage, vor allem das Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert. Und denkt drüber nach, wegen dem Giveaway, wenn ihr mir da helfen könntet und reinschreiben könntet, was ihr am besten oder für am besten empfinden würdet. Schreibt es in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Samstagabend. Wir hören uns morgen wieder. Ciao!